Eine Folge geht noch. Wir begrüßen euch zur Folge 5 der absoluten, endgültigen und atomaren Zerstörung von Andreas Kemper. Aufklärung. Oder Aufklärung. Zu diesem Zeitpunkt sind sowieso nur noch eigentlich wir zwei und Herr Andreas Kemper, weil es hört sich ja keiner. Ja, wahrscheinlich, ja. 4 Stunden das an. Also Herr Kemper, dass Sie es bis zu diesem Zeitpunkt geschafft haben, Chapeau. Ja, Hut ab, definitiv. Also in dieser Reihe widmen wir uns dem Video von Thilo Jung und Andreas Kemper, wo sie sich über den Faschismus, die AfD, den Degussa-Goldhandel, Thorsten Polleit, Max Krall, Max Krall heißt der gar nicht, Markus Krall. Oh Gott, jetzt bin ich selber schon komplett durch. Max Otte kommt war der andere. Kommt der Max Otte noch dran? Aber der Max Otte ist noch gar nicht erwähnt worden. Weil wir haben ja noch eine Stunde vor uns oder so. Wie viele 50 Minuten? Also wir haben es in der letzten Episode geschafft, innerhalb von einer Stunde und 7 Minuten, gerade mal 8 Minuten des Originalvideos zu behandeln. Und ja, es läuft darauf hinaus, dass wir diesmal nur 4 Minuten pro Stunde schaffen. Aber wer uns ganz gerne zuhört, der ist weiterhin herzlich eingeladen. Ja, wir sind ja auch gerade wirklich bei sehr fundamentalen Themen wie Gott und dem Teufel. Ja, Also genau. Also es wird... Es kann eigentlich nur noch spannender werden jetzt. Es kann nur noch eskalieren hier. So, aber wir haben uns jetzt vorgenommen, ihn mal länger zu Wort kommen zu lassen und nicht alle 10 Sekunden zu stoppen und 20 Minuten zu reden. Ja, unter Umständen wird es die letzte Episode, weil wir ihn jetzt einfach bis zum Schluss labern und dann... Ja, genau. Und wir schlafen einfach ein. Genau. Ich meine, wir haben ja jetzt schon 2.26 Uhr, wir sind ja gar nicht erst seit 19 Uhr dran, also... Für uns ist das jetzt echt ein Marathon. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Wer die ersten 4 Episoden noch nicht gehört hat, ich verlinke die dann in der Videobeschreibung, ne? Also zieht euch die zuerst rein. Wie gesagt, Andreas und wir zwei, wir wissen ja Bescheid. Für die anderen, die zufällig jetzt in die 5. reinplatzen, die ersten 4 unbedingt anschauen. Auf jeden Fall. Ach so, und Herr Kemper, ich spreche Sie jetzt mal mit Sie an. Ich weiß ja nicht, wie Sie so drauf sind. Wir laden Sie auch herzlich zu einem Gespräch ein, weil... Herrn Jung aber auch. Den Herrn Jung natürlich auch, weil wir hätten halt schon Bock zu erfahren, wie Sie wirklich ticken und ob das stimmt, was wir so sagen über Sie. Wir sagen ja auch, also über Herrn Jung haben wir noch gar nichts gesagt, oder? Nur mal kurz, dass er... dumm gelacht hat und kein Argument gebracht hat. Und wir versuchen in dem ganzen Interview der beiden geht es ja immer nur um die Libertären, Anarchokapitalisten, wie auch immer ihr die da nennt, Neoliberale und Faschisten natürlich, die alle irgendwie, die ja nicht das dasselbe sind, aber irgendwie ja alle in denselben Topf gehören, ja offensichtlich. Definitiv. Aber weißt du jetzt eigentlich nach der ersten Stunde, also hier Content vom Video, weißt du jetzt eigentlich, warum wir jetzt eigentlich in dieser Ecke gelandet sind? Das ist von Finke schuld. Das ist Fink schuld, weil der den Namen von der Degussa angenommen hat, die Juden das Zahngold aus dem Kiefer gerissen haben. Weil sie verkaufen es nicht. Sie verkaufen es offensichtlich nicht. Ich weiß es nicht. Also irgendwie sind wir dadurch da. Man weiß es nicht. Aber Herr Kemper, ich möchte noch mal kurz sagen, wir sind keine anonymen Internet-Trolls. Wir haben tatsächlich Leute, die mit Gesicht und Kamera gerne mit Ihnen diskutieren möchten. Genau. Außerdem vertreten wir immerhin die größte Twitter-Oppositionspartei, sage ich jetzt mal. Genau. Also wir sind auf jeden Fall die MLPD mit den meisten Followern auf Twitter. Ja, definitiv. So, jetzt starten wir aber mal, weil wir haben jetzt schon wieder 5 Minuten geredet. Ja. Gut. Bedeutet, die Frankfurter Schule hat schon beim Zweiten Weltkrieg in den Vereinigten Staaten das vorgegeben, dass Deutschland umerzogen wird. Und die wollen letztlich die Familie abschaffen und die wollen letztlich eben
satanisch wirken, ne? Sind halt, sie vertreten, sind halt des Teufels letztlich. Ist auch alles nach korrekt. Krall, nach Oldenburg. Was ist so mit ihm passiert? Warum ist er so passiert? Und da treffen, das ist, Umerziehung ist ein Stichwort, Frühsexualisierung ist ein Stichwort. Wir kommen, glaube ich. Das ist auch ein sehr problematisches Thema. Also allein darüber könnte man wieder eine ganze eigene Folge machen. Ja, über Frühsexualisierung. Ja, und oder die Frankfurter Schule. Ja, über die was im Namen progressiver, linker, fortschrittlicher Sexualpolitik so alles getrieben wurde. Under the government's watch, speziell, I'm looking at you, Berlin. Wie hieß der? Sagt dir der Name Helmut Kentler etwas? Nee, sagt mir nichts. Ja, siehst du, ich meine, google es mal, da sind sogar Mainstream-Artikel drin, wo da gibt es sehr unschöne Grenzen, die da verschwimmen. Ach, war das der Pädophilen irgendwie Kinder? Also Waisenkinder irgendwie zugespielt hat? Ja, genau. Ja, okay, genau. Dann sagt mir das was, ja. Und es ging über Jahrzehnte da in Berlin und dann gibt es auch politische Anfragen und pipapo. Also es ist keine Verschwörungstheorie. Mhm. Und ja, aber wie sind wir jetzt eigentlich schon wieder darauf gekommen? Weil er... Ich weiß es nicht. Die Libertären da irgendwie in die Ecke geschoben hat. Er versucht uns in die Ecke zu drängen, genau. Ja, hören wir mal weiter zu. Jetzt haben wir wieder gleichzeitig Herr der Maus. Einigen. Ja. Ich nehme eine Zuschauerfrage von Black Fox Lady, die fragt, inwieweit sind marktradikale Strömungen religiös verbrämt? Also gar nicht. Wir haben wieder 3 Sekunden Video geguckt. Ja, ich meine, aber das war jetzt mal eine Zuschauerfrage, die sich eigentlich ja auch an uns richtet. Eigentlich ja, aber ich sag halt gar nicht. Sind marktradikale Strömungen religiös verbrämt? Wollen wir selber unsere Antwort vorher oder nachher geben, nach Herrn Kemper? Was machen wir? Also ich sage halt gar nicht, es mag zwar Religiöse geben in unserer Strömung, aber das ist nicht der Kern unserer Strömung. Ja, ich sage jetzt mal gar nichts dazu. Ich lass Herrn Kemper sprechen. Sektenmäßig, teilweise narzisstische Züge mit totalem Überwachungsanspruch. Ach so, Mist, da kam ja noch viel mehr. Das geht ja gar nicht nur um Religion. Kannst du mal kurz zurückspulen? Was soll das alles geben? Ja, Sekunde. Oh Gott, ich weiß nicht, wohin ich jetzt gespult habe. Bremt. Also Bremt. Ah, okay, warte. Also ungefähr, oder? Sie, nochmal. So, wir wollen letztlich die Familie. Die wollen letztlich die Familie abschaffen und die wollen letztlich eben. Satanisch wirken, ne? Nach Krall, oder nach sind wir jetzt Oldenburg zu weit zurückgegangen? Hast schon ungefähr. Das ist Umerziehung, ist ein Stichwort. Umerziehung, ja. Frühsexualisierung ist ein Stichwort. Ja, genau. Frühsexualisierung und jetzt. Wir kommen, glaube ich, zu einigen. Ja. Ich nehme eine Zuschauerfrage von Black Fox Lady, die fragt, inwieweit sind marktradikale Strömungen religiös verbrämt? Also siehe sektenmäßige, teilweise narzisstische Züge mit totalem Überwachungsanspruch. Alter, das ist ja sehr viel mehr als einfach nur religiös verbrämt. Ja, da sind ja alles mögliche in deinem Topf, aber okay. Also die ergänzen sich offenbar ganz gut, ne? Ja, die Nur weil das jemand in einen Topf wirft, ergänzt sich das auf einmal ganz gut? Hä? Kapitalismus, das ist diese protestantische Wirtschaftsethik. Ne? In den Vereinigten Staaten ist der Kapitalismus deswegen auch so schnell so stark geworden, weil das halt diese reformistische Strömung in der christlichen Kirche gab, die da sehr stark war, die dann gesagt haben, hier, wenn jemand viel Geld hat, dann ist es Gott gewollt. Ne? Das ist diese, in der protestantischen Kirche. Das heißt, das ging war immer schon Kapitalismus und Reformismus und eine bestimmte christliche Auffassung. Das hat immer schon ganz gut zusammengepasst. Evangelikal, ne? Also ich selber bin auch evangelisch reformiert. Ne? Das ist, Arbeiten ist alles. Ne? Also arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und wenn man dann Geld hat, dann ist es halt ein Lohn Gottes. Aber das ist ja in Deutschland allgemein sehr verbreitet, selbst in linken Parteien. Genau. Also das, Grund, warum viele Linke, jetzt nicht nur bei der Linken an sich, aber so Linke das Grundeinkommen ablehnen. Ja.
Also selbst unter Linken gibt es noch Leute, die grundsätzlich finden, dass die Idee ist, dass man arbeitet für Geld und so, also um zu überleben, dass die grundsätzlich nicht nur bedenklich also ist oder faschistoid oder... Das sind dann nicht die komplett retardeten Linken. Dass man vielleicht auch was dafür tun muss, dass man lebt. So, und... Ja. Oder handeln muss, sagen wir mal so. Und wer nicht handelt, der stirbt halt. Aber der handelt halt auch, weil er entscheidet sich ja dafür. Beziehungsweise er ist halt auf die Hilfe seiner Mitmenschen angewiesen und trägt dieses Risiko aber grundsätzlich mal selber. Und weißt du, es geht dann halt aus unserer individuellen, also es geht halt um den konkreten, warum genau, ja, ist der jetzt irgendwie gerade nicht in der Lage, sich selber zu ernähren? Will er nicht, kann er nicht? Verstehst du? Also, aber naja, sollen wir ihn wieder weiterreden lassen? Ja. Du bist der Herr, ist der Play-Taste. Gut, aber das wäre jetzt nur als Erklärung dafür, dass eben Religion und Wirtschaft schon auch zusammengeht. Aber auch bei den auch beim Katholizismus nicht eigentlich auch. Ne? Da gab es auch klare von den Mönchen ist ja dann auch, das hat Foucault hat es in Überwachen und Strafen herausgearbeitet, wie halt von den Mönchzellen die Disziplinierung dann nach und nach in die Schulen reinging und dann aber auch in die Arbeitshäuser, in die Manufakturen und so weiter und dann ins Militär. Diese ganze Disziplinierung, das kommt dann auch aus der Kirche eigentlich. Und ein ganz neutraler Wissenschaftler. Da gibt es sowieso immer schon Verbindungen. Aber bei Leuten wie Krall ist es dann noch mal extremer. Er sagt dann auch, Sozialismus kann man letztlich nur spirituell fassen. Ist auch so. Und dann hört es auch auf, dann kann man aber nicht. Weil es ein Glaube ist. Ja, ich meine, du sagst, du bist Atheist. Also ich kann es. Es ist die Frage, wie er das jetzt genau meint, ja. Also spirituell, ja. Also ein echter Marxist ist ja ein Materialist. Also der ist ja antispirituell sozusagen. Für den gibt es das ja alles nicht. Wobei auf der anderen Seite, weißt du, so Ideen und die Bedeutung von Worten und Symbolen und so, das ist für Linke ja auch zentral. Das ist ja das, was ihn auch so beschäftigt, dass die Rechten da möglicherweise irgendwelche Fahnen haben oder Bilder. Ich glaube, das kommt auch später nochmal mit der, wo sie auf Berlin, auf die Querdenker-Demos eingehen. Das kommt ja alles noch. Ach, hey je. Ja, ich sag da jetzt erstmal einfach nichts zu. Es wird zu lang. Ja, dagegen argumentieren. Und das passt dann auch wieder zum Fanatismus. Also ich spreche ja nicht so gerne von Extremismus oder Radikalismus. Mhm. Radikal sowieso ist ich würde nicht von links oder von rechtsextrem sprechen. Rechtsextremismus ist ein Widerspruch in sich, oder rechtsradikal ist ein Widerspruch an sich, weil radikal meint zu wurzelgehend. Ne? Und das heißt, letztlich den Sachen auf den Grund gehen und sehr kritisch drüber nachdenken. Das ist eigentlich dann, das ist eine kritische Theorie der Frankfurter Schule, radikal. Das ist genau, also nach linken Selbstverständnis, das hat er jetzt hier schön ausgesprochen, ist praktisch, deren Sicht ist die kritische Rationale. Wie die ja, nennen und vor allen Dingen linksradikal, also links ist halt die Wurzel. Und deswegen kann rechts nicht die Wurzel sein. Ja, ich meine, seiner Logik dürfte es ja auch keine Linksradikalen geben, sondern nur noch Radikale. Also er sieht sich ja selber dann als Radikaler, der alles bis an die Wurzel durchdenkt. Mhm. Das beansprucht er für sich und seine kritische Theorie und seine Denkschule und sein Foucault und sein Gentile und Griffin und wie sie alle heißen. Also diese ganze... Ja, da wo wir uns dann erlauben, den Dachbegriff, weil ich meine, es ist ja wirklich eine recht heterogene Gruppe, aber wir nennen das dann Kulturmarxisten und dann ist das auch wieder nicht okay, weil die Nazis, was haben die gesagt? Ich glaube, Kulturbolschewismus haben die gesagt. Das Thema hatten wir ja in Folge, was weiß ich wie viel, wo Mises, also im geschichtlichen Kontext kann man eben den Faschismus als Reaktion auf bolschewistischen Terror sehen und ja. Er stellt das alles eben da aus seiner ja, keine Ahnung, wie er sich selber nennen würde. Ich will ja fair sein, keine Ahnung. Er vielleicht behauptet er wirklich, dass er einfach nur Soziologe ist und das sei halt, das ist eben der Stand der Wissenschaft, ja, und
wer das irgendwie anders sieht, der ist halt auch noch, der ist dann sowieso reaktionär und wissenschaftsfeindlich vor allem. Wenn man ihm widerspricht, dann ist man wissenschaftsfeindlich. Und wir reden hier von Soziologie. Apropos Mises, der frühe Mises. Also der hat sich, ich kann mir jetzt nicht mehr an die Details erinnern, aber der hat sich ja mit dem, schon zu dessen Zeit, der sah sich eigentlich auch als Soziologe, der Mises, wenn ich mich recht erinnere, aber schon damals war der Begriff irgendwie entweder gerade, also jedenfalls nicht eindeutig genug, weil Mises immer um sprachliche Klarheit, deswegen ist er auch so schön zu lesen, weil es um sprachliche Klarheit ging, auch um klare Definitionen, um die Dinge wirklich zu verstehen. Also im Grunde genommen, ja, er war ein radikaler Denker. Also wir sind natürlich als Libertäre radikale Denker. Wir gehen zum Beispiel beim Geldsystem dem Phänomen Geld auf den Grund, an die Wurzel. Was ist eigentlich Geld? Die Frage stellen wir. Was ist die ganze Idee von Geld überhaupt? Und nicht, was sagt jetzt irgendein Zentralorgan von angeblich irgendwie mehr oder weniger demokratisch legitimiert oder was auch immer die Ausrede dieses Zentralorgans ist, warum es bestimmen darf, was Geld zu sein hat. Ja, genau. Übrigens ein Thema, was in linken Kreisen ungern thematisiert wird, beziehungsweise halt nur so schablonenhaft. Ja, das sind irgendwie die Reichen. Ja, aber so hier so ins Fiat-Money-System, da so in die, also welche Reichen da genau wie profitieren. Wollen wir besser nicht reingehen. Genau, weil man, weißt du, reich ist man ja dann, wenn man Pech hat, ist man reich, weil man, sagen wir mal, 5 Eigentumswohnungen sich in seinem Leben irgendwo in Berlin zusammengespart hat. Und da jetzt als Rentner und vielleicht sein ganzes Leben lang selbstständig war, deswegen keine gesetzliche Rente hat, aber vorgesorgt hat, sein ganzes Leben gespart, man hat 5 Eigentumswohnungen mit Mietern, so. Also man ist aber trotzdem dann irgendwie Zielgruppe von irgendwelchen Gesetzen, die dann irgendwie argumentiert werden, ja, da gibt es diese mega Wohnungsbaugesellschaften, die überhaupt nur so groß werden, weil in diesem Wettbewerb, also es ist ja heute ein Wettbewerbsfaktor, egal in welcher Branche, wenn du überhaupt in der Lage bist, mit Bürokratie umzugehen erstmal. Ja. Das ist auch eine Markteintrittshürde. Also, genau, das ist die berühmt-berüchtigte. Du musst, wenn du ein Unternehmen gründest, musst du dir erstmal klar, okay, also die ersten x-tausend Euro gehen in Anwälte, in Steuerberater, in Wirtschaftsprüfer, in was weiß ich, wen alles. Und du musst eigentlich ein Experte sein in allen möglichen, also wenn du da in leitender Funktion tätig bist, in Chef, in Unterdrückerfunktion. Auch selbst wenn du eine Einzelunternehmung starten willst, hast du die gleichen Hürden. Also ich habe ja schon mal überlegt, ob ich mich selbstständig mache, aber also wenn ich einfach nur meinen Job machen könnte, wäre ja cool. Würde ich machen. Aber ich brauche ja eine Sekretärin, ich brauche einen Steuerberater, ich brauche ein Anwaltsteam hinter mir irgendwie, die mich aus der Scheiße reißen, wenn ich mal irgendwo auf meiner Webseite irgendwo ein A vergessen habe oder ein B. Oder ein C, also als Buchstaben quasi. Was dann quasi meine gesamte AGB zum Beispiel unwirksam macht oder so. Also ich habe ja, also meine Branche ist ja die Finanzbranche im weitesten Sinn. Und ich habe in meiner aktiven Zeit dort miterlebt, dass für dieselbe Tätigkeit, für die man einfach nur eine IHK-Anmeldung notwendig war und nicht sehr viel mehr. Das wird heutzutage von der BaFin und von der Bundesbank überwacht. Ja. Der Tatbestand, ja, ich meine, das ist allein schon die Sprache. Ich weiß nicht, ob die BaFin das Tatbestand nennt, aber sag mal, der Umstand oder das Vorliegen von Anlagevermittlung Überwachung, also da schaut jetzt irgendwie die BaFin selber drüber. Also es wird immer weiter zentralisiert. Ja. Die Beratungsqualität, weil die Ausrede ist ja immer, ja, es geht ja um den Kundenschutz.
Als aus meiner so, ja, Insider-Sicht, was das, oder Ex-Insider, wie auch immer man das nennen will, in der Praxis war das dann so, die Beratungsqualität hat massiv gelitten, weil, ganz einfaches Beispiel aus der Fondsbranche, meine täglich erlebte Praxis damals, nicht mehr als Fondsmanager, sondern später, als ich nicht mehr Fondsmanager war, hatte ich praktisch die Aufgabe für Privatanleger, ganz normale Otto-Normal-Privatanleger, die halt ihre paar tausend Euro bis hin zu vielleicht mal irgendeinem niedrigen sechsstelligen Betrag anzulegen hatten. Also vielleicht, weiß ich, wenn es hochkommt, waren es vielleicht 200.000 Euro oder 300.000. Mhm. Das willst du dann halt in ein möglichst breit aufgestelltes Fondsportfolio aufstellen. Und es war früher auch nie ein Problem, weil die Leute haben mir, die kannten mich seit Jahren, haben mir vertraut. Und ja, stellen Sie mal was zusammen, sagen Sie mal was kurz dazu. Und dann ist klar, ich habe sowieso in der Vermögensverwaltung eigentlich gearbeitet, wo wir eh eine Vollmacht hatten. Da mussten wir die Mandanten, die meisten wollen das ja so gar nicht so en Detail hören. Die ganze Transparenz, die da immer gefordert wird, die findet ja gar keine Nachfrage in der Realität. Keine Sau. Noch nie, noch nicht einmal die Fondsmanager selber lesen sich diese Verkaufsprotokolle durch. Verkaufsunterlagen, diese ganzen gesetzlich vorgeschriebenen Papierkram. Oh ja, was ich eigentlich sagen wollte, die Beratungsqualität, also es war überhaupt kein Problem, jetzt zum Beispiel so einem Mandanten 10 Fonds vorzuschlagen, damit er schön breit aufgestellt ist, unterschiedliche Anlageansätze, etc. pp. So, durch den Anlageschutz warst du dann gesetzlich verpflichtet, den zu jedem fucking einzelnen Fonds, irgendeine Story, aber in der Formulierung, die der Gesetzgeber wiederum vorgeschrieben hat. Also, der hat dir dann ein Raster vorgegeben, wo du die dir irgendwie einkategorisierst. Also, ein riesiger bürokratischer Aufwand, wo denn in der Praxis, ich behaupte mal, ich habe da einen relativ hohen Berufsethos. Ich habe dann aber selber mir gedacht, verdammt, ich muss jetzt eigentlich wirklich runter auf nicht mehr 10 pro Portfolio, sondern vielleicht 5, weil das kriege ich ja gar nicht hin. Ja. Die Leute schlafen mir ja ein, die werden ja richtig sauer, dass ich sie mit dem Thema belästige, weil in der Praxis ist ja nicht so, dass die Leute ihren Frust dann beim Staat ablassen, sondern beim Berater, der wiederum vom Staat ins Licht gestellt wird, ja, dem geht's ja eh nur darum, den armen Kunden abzuzocken. Mhm. Wo sind wir jetzt schon wieder? Wie viel Stunden haben wir? Wir haben 22 Minuten, aber wir können jetzt gerne weiter gucken. Ja, gucken wir weiter, Camper. Karl Marx auch, der auch gesagt hat, hier radikal sein heißt eben bis zur Wurzel denken. So, ne? Das ist radikal. Extrem meint einfach nur auseinander. Extremitäten heißt das ja auch, ne? Links und rechts. Ist eigentlich auch ein blöder Begriff, da kommt denn diese Hufeisentheorie her. Es gibt die Linksextremen, es gibt die Rechtsextremen und das ist letztlich auch eine liberale Theorie im Sinne von Hayek, weil er dann sagt, Hayek sagt das eben auch, liberal auf der einen Seite, totalitär ist das Gegenstück und die Totalitären, das sind dann die Leute, die das sind die Kollektivisten. Ne? Es gibt die Rechtskollektivisten, es gibt die Linkskollektivisten, das ist alles Sozialismus. Mhm. Ja, Nationalsozialismus ist auch Sozialismus. Ja, ist diese Denkweise von der Hufeisentheorie, von dem Links- und Rechtsextremismus. Was da gar nicht denn vorkommt, ist dann diese Radikalität oder falscher Begriff, dieser Fanatismus, sage ich dann eben, der Fanatismus, der aus dieser Wirtschaft oder aus dieser Erbfanatismus, dieser Privatisierung. Ich finde halt auch lustig, der sagt jetzt irgendwie so, ja, ich finde die Begriffe radikal und extrem gar nicht so cool, aber hat irgendwie für uns 6 Stunden, irgendwie am Anfang des Videos hat er irgendwie von Marktradikalen gesprochen, also irgendwie stimmt ihm seine ganze Aussage nicht, also der das nicht am Anfang auch schon kritisiert, marktradikal, dass es auch nicht gut wäre. Weil ja, die sind ja eigentlich. Oder er hat marktanarchistisch, hat er da kritisiert. Nee, er hat, glaube ich, auch Marktradikale gesagt. Aber schon auch, ja. Naja, ja. Du, der macht sich das so, wie er sich es gerade hat. Ja, genau, wie er sich es gerade vorstellt. Visierungsfanatismus. Und Fanatismus ist deswegen auch ein besserer Begriff, weil er auch eine Metapher hintersteckt. Fanum, das Heiligtum. Mhm. Weil die wählen sich in einem heiligen Haus. Auch der Piketty spricht ja von einem heiligen sakralen, Haus, so von einem religiös. Sakralen Proprietarismus, also von einem geheiligten Denken und alles drumherum. Ja, die versuchen, ich meine, nicht nur Herr Kempe speziell in dem Beispiel,
Aber diese Lächerlichmachung der, weiß ich, zum Beispiel der unsichtbaren Hand, ja, da wird, Libertäre glauben religiös an den Markt. Oh, ja, genau, Markt. Und dann gibt's da diese gottesähnliche, unsichtbare Hand, die dann alles regelt und so. Ja, so wird's so dargestellt. Ja. Genau, so ha 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 ha, wir wissen doch, naja. Rom ist profan, also vor dem Heiligtum, profan, da kommt auch das Wort profan her. Hm. Man ist dann im Heiligtum und das ist halt, da darf man auch nicht dran zweifeln, es geht dann um Glauben. Das Ganze ist eine Glaubenssache. Und diese Glaubenssache findet sich dann bei Krall. Der glaubt einfach daran, an diesem, man muss alles nur privatisieren, dann wird alles gut. Er glaubt an diese unsichtbare Hand des Da haben wir sie. Der Staat muss weg, alles Böse kommt vom Staat oder vom Sozialismus und beides in der Regel. Bei Höcke also zusammen ist dann eben der sozialistischer Staat. Der fanatische völkische Glaube. Ne, das Deutsche Hoppe. Ist halt, das Deutsche muss. Hat er jetzt gerade Hoppe gesagt oder Höcke? Ich bin mir nicht mehr sicher. Völkischer. Macht mit dem Führer und so weiter. Und bei den Religiösen ja Fanatismus. Also, da kommt es ja eigentlich. Man darf nicht dran zweifeln und man darf nicht irgendwie leise stimmen, man darf keinen Zweifel aufkommen lassen, man darf da nicht drüber. Wie beim Sozialismus übrigens. Und, hat man noch nie gehört. Linken Fanatismus gibt's nicht. Nee. Wahrscheinlich. Das ist eine Erfindung, eine rechtspopulistische Verschwörungstheorie. Ja. Ja, wenn jemand behaupten würde. Naja, so. Ja, Play, ne? Ah. Oh Gott, wo waren wir denn jetzt? Verdammt. Wir müssen von vorne anfangen. Nee, ich glaube, also wir waren bei 1,22 oder 1,24 oder so, ne? Ja, im Zweifel bei 1,24. Übernimm du lieber wieder die Maus. Ja, ich übernehme mal die Steuerung hier irgendwie. Da guckt er blöd. Ich glaube, er guckt überall blöd, ne? Verdammte Scheiße. Keine Atominems, auch nicht in der fünften Folge. Darf ich nichts über seine Haare sagen? Ja, okay, du hast dich jetzt so lange... Ich habe mich echt lange zusammengerissen. Ja, und es hört ja sowieso nur noch er zu. Ja, eben, genau. Ja, die meisten Artikel geschrieben hat für die AfD und der jetzt eben für Höcke arbeitet. Nee, da sieht man eben, nicht, dass die Medien da wirklich direkt vergleichen. Wen geht's da denn jetzt? Auch da mitmischt. Ne, waren wir überhaupt Krall schon so weit? Inzwischen wieder. Ne, aber nee. Okay. Erzählst du vom Corona-Märchen. Hm. Und Corona so. Nee, nee, viel früher. Oh Gott, oh na, um die Zeit kommt ja auch noch. Religiösen ja Fanatismus. Ja, hier. Man darf nicht dran zweifeln und man darf nicht irgendwie leise stimmen, man darf keinen Zweifel aufkommen lassen, man darf da nicht drüber kritisch nachdenken, man muss glauben. Und, genau. Und dieser Fanatismus, der ist dann auch, weil er letztlich nicht Probleme löst, staut er die Probleme an und zielt letztlich immer auf eine Abrechnung mit dem Feind. Ne? Weil man hat ja das Gute, das ist eben hier die Bolschewisten. Das Fahnum, das Heilige, das ist das Gute und der Rest, das sind die Feinde. Und letztlich geht es dann, die Problemlösung läuft drauf hinaus. Klassenfeinde. Das ist irgendwann zum Umschlag und das mit den Feinden abgerechnet wird. Und das ist dann der Umsturz, das ist eine Abrechnung. Und Wer sind denn die Oberrevolutionären? Das musste immer mit dem Volksfeind abgerechnet werden. Selbst 44, 45 noch. Das geht. Erinnert mich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du so die Querdenker-Demos verfolgst. Oh, jetzt geht's los. Hygienedemos. Mhm. Und da wollen die ja auch quasi die Regierenden vor ein Gericht stellen, eine Abrechnung machen, so Volksverräter und Corona-Maßnahmen. Genau, das berüchtigte Nürnberg 2.0, ne, wo dann halt abgerechnet wird. Also der Begriff der Abrechnung, der ist da auch ganz sehr wichtig. Und diese Abrechnung ist wichtig, weil ist übrigens auch ein Wirtschaftsminister. Ich kenne tatsächlich jemanden, der Nürnberg 2.0 fordert, aber und diese Abrechnung. Weißt du, wer Nürnberg 2.0 fordert? Aber also und zwar für die wie heißt er denn jetzt? Ein New Yorker, also ein Professor aus New York. Mhm. Gott, wie heißt der denn jetzt? Der wurde bekannt als der Anti-PC-Prof auf Twitter. Okay. War erstmal irgendwie nur anonym. Er hat sich selber als linker Marxist, also war hardcore links. Mhm. Hat Bücher drüber geschrieben und so weiter und so fort. Und
Wie bin ich jetzt überhaupt auf den? Wo waren wir jetzt gerade schon wieder? Nürnberg 2.0. Wie bitte? Nürnberg 2.0. Ach genau. Der wurde aufgefordert, wie war das? Also es gibt einen Sowjetdissidenten, Wladimir Bukowski, der hatte das schon gefordert, der hat beklagt, dass es für den Weltkommunismus halt nie so ein Nürnberger Tribunal gab, obwohl es x-fach an, also es hätte eigentlich schon längst genug Anlässe gegeben, dass es mal irgendwie von der UNO weltweit, weiß ich, dass Sozialismus verboten wird oder irgend sowas. Ja, ich meine, da kennen wir Libertären jetzt gar nicht auf die Idee, weil wir ja gar nicht wollen, dass es eine zentrale Autorität gibt, die überhaupt in der Lage wäre, weltweit den Sozialismus zu verbieten. Ja, wie denn? Es soll also jeder machen, der es will. Nur ja, auf seinem Grund und Boden. Also wenn er halt ein Areal findet, wo er mit Gleichgesinnten da irgendwie seine sozialistischen Experimente ausprobieren kann, fein. Aber er soll halt die anderen, die sakralen Proprietaristen, die soll er halt bitte schön in Ruhe lassen. Ja, genau. Naja, schauen wir mal weiter. Machst du Play? Achso. Ja, weil sonst drücken wir wieder gleichzeitig. Und, ist wichtig, weil psychologisch gesehen ist es so, dass nicht am Alltagsproblem wirklich gut gearbeitet wird. Ja, das sind, sondern die werden quasi aufgeschoben und die sammeln sich an und irgendwann werden diese Probleme so groß und das ganze Ideengebäude passt auch überhaupt nicht mehr zur Realität, dass eigentlich nur noch so ein Befreiungsschlag kommen muss. Ne? Und dann deswegen neigt der Fanatismus dazu, irgendwann in der Apokalypse umzuschlagen. Ich verstehe es gerade auch nicht. Und die ganzen Attentäter, die wir haben, von Hanau, von Halle und so weiter, das waren Leute, die waren vorher schon fanatisch. Ah, Endcaps waren das. Dieser Fanatismus gekippt in der Apokalypse, in der Abrechnung. Wie halten denn so die Krals und die Finks erst mit dem Klimawandel und jetzt der Corona-Pandemie? Oh Gott, das sind geht's los. Die wollen ja den Umsturz, wenn ich die richtig verstanden habe. Was beim Klimawandel zu machen? Und bei der Pandemie, weil dann wird ja schneller alles schlimmer und so, je schneller kommt der Umsturz. Mhm. Oder ist das falsch gedacht? Ja, das wäre jetzt das wäre eine Win-Win-Situation quasi für die. Ne? Dass, wenn halt nichts dran gemacht wird, kommt der Umsturz schneller. Mhm. Das leugnen was? Die auch. Ne? Die sagen, das okay, leugnen es gibt die auch. Wandel, aber der ist nicht menschengemacht und schon gar nicht gesellschaftlich gemacht. Und bei Corona genau das Gleiche. Und bei dem Betreiber, der. Ja, Corona ist auf jeden Fall nicht menschengemacht, weil menschengemacht wäre Verschwörungstheorie. Also der Betreiber, also der Vorsitzende des Mises-Instituts aus Alabama. Ist das so? Der hat eine eigene Website. Ich habe keine Ahnung. Website hat er schon in den 90er Jahren AIDS auch geleugnet. Es gibt nicht nur Corona. Da redet er jetzt gerade von Lou Rockwell. Aber was der mit AIDS-Leugnung zu tun hat, weiß ich auch nicht. Das geht halt ineinander ein. Ich glaube vielleicht, weil er Viren leugnet oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja, vielleicht hat er mal einen Artikel von irgendjemandem gepostet. Das sind dann halt Verschwörungen. Die leugnen das alles. Ja, die Kulturmarxisten haben sich das ausgedacht. Und so simpel ist das alles. So simpel ist die ganze Literatur zu dem Thema. Wann Folge 1 hatten wir mal genau, Maaßen fiel ja ganz am Anfang noch in der Einleitung. Und da habe ich ja das Video erwähnt. Hört euch mal, liebe Zuschauer, hört euch mal die Rede von Herrn Maaßen an, der immerhin als ehemaliger Chef vom Verfassungsschutz. Also Inlandsgeheimdienst in Anführungszeichen. Stasi? Ja, also eigentlich ja nicht. Ja, also schon irgendwie rechtsstaatlicher als die Stasi. Weil die Stasi war ja alles. Da gab es dann nicht mehr die Trennung zwischen In- und Auslandsgeheimdienst. Ja, okay, wobei, stimmt. Ja. Vielleicht gab es da auch mehrere Dienste, keine Ahnung. Anyway, wir schweifen schon wieder ab. Ich schweife schon wieder ab. Wir schauen einfach mal weiter und dann, weil es wird ja immer bunter jetzt eigentlich. Ja. Und jetzt bei der Pandemie, wie haben Sie darauf reagiert? Genauso. Ist auch, ich glaube, jetzt am Wochenende ist, glaube ich, müsste ich aber nochmal genauer nachschauen. Das ist, glaube ich, jetzt die große CPAC-Konferenz, die diese riesengroße Konferenz der
Konservativen in den Vereinigten Staaten. Und da tritt auch eine junge Frau auf, die aus meiner Heimatstadt ist, Naomi Seibt. Und Naomi Seibt ist so der Shootingstar gerade halt von den Rechten in Deutschland. Ah, das Poster. Die sogenannte Anti-Greta. Kennst du die? Ja, natürlich kenne ich Naomi Seibt. Ja, kenne also ich auch. Aber nicht persönlich, ne, aber... Ja. Nee, die kenne ich jetzt auch nicht persönlich, aber ich bin mit der Mutter auf Facebook in Anführungszeichen befreundet. Also, ja, habe so ein bisschen mitverfolgt, auch ihre Videos und so weiter und so fort. Die ist doch nicht, also der Rechten, also die ist bei den Liberalen, also bei den Libertären, ne? Aber die Libertären sind ja auch rechts, die sind ja auch Faschisten und so. Also Verschwörungstheoretiker. Ja, natürlich. Während er ja nur ein sachlicher, wissenschaftlicher, kritischer Theoretiker ist. Naja, weiter im Film. Genau, ich drück mal wieder Play. Und die ist auch Anarchokapitalistin. Ne? Die ist halt von ihrer Mutter damals mitgenommen worden zu den Hayek-Treffen und so weiter. Ist Anarchokapitalistin. Indoktriniert worden. Vor kurzem noch bei einer Konferenz. Die auch so aus dem Umfeld kommt von der Werteunion, hat die auch schon dargelegt, dass es alles Quatsch ist mit Corona. Es ist ja das Coronavirus noch gar nicht erkannt worden. Noch niemand hat das Coronavirus gesehen. Und was ja auch faktisch nicht falsch ist. Jetzt erzählt sie vom Corona-Märchen. Mhm. Und da sind sie sich auch alle einig. Das ist dann auch wiederum, sind alle drei Strömungen, leugnen das, ne? Sowohl Corona als auch Klima. So, mal ganz kurze Pause, wir wollen ein bisschen lüften und wenn du Lust hast, machen wir danach weiter. Gerne. Gibt noch viele Fragen aus dem Chat. Okay. Bis gleich. Ah, Sie machen Pause. Stimmt. Ja, wir belohnen jetzt mal alle, die jetzt gewartet haben, mit ein paar Zuschauerfragen, die du beantworten kannst. Das ist schon geschnitten, oder was? What the fuck, this is Minecraft, fragt Andreas, wenn es die AfD morgen nicht mehr geben würde, was würde mit der Bewegung geschehen? Siehst du da Grund zur Sorge? Also meine Folge, die ich gesehen habe, war ungeschnitten. Da haben mir war Pause. Wirklich eine, ja genau, da war wirklich eine Pause und dann kam sie ja, wieder. 10 Minuten oder so bestimmt. Gucken wir einfach weiter. Sorge bei FDP und CDU für Öffnung. Oh, ja, was wäre wenn? Also die AfD bildet ja eine Bewegung ab. Das heißt, die AfD ist jetzt nicht grundsätzlich Neues, sondern das ist ja ein Zusammenschluss von verschiedenen Ideen und Netzwerken, die da zusammengefunden haben. Und das würde halt dann nicht dann noch bei Klima bei der und so FDP weiter passieren. Also die eigentlich ja, aber ich glaube, sind nur jetzt vor. Da wären dann wahrscheinlich die Höcke-Leute falsch. Ne? Die würden bei der FDP nicht so einfach mitmachen können. Das war halt abgehakt mit Leugner. Kann sich irgendwie noch ändern. Also sieht man bei der FPÖ. kann ja auch irgendwann so richtig völkisch werden. Und es gab ja auch schon bei um 2000 herum, also die Möllemann-FDP und die ging ja auch nach rechts. Und das hat ja auch wiederum zu tun mit der Geschichte von Markus Krall, weil da auch der Mann hinter Möllemann, Fritz Görgen, auch da mitmischt, ne, bei Krall inzwischen wieder. Ne, aber okay. Also es ist alles wieder viel zurückzuführen. Wenn die AfD sich jetzt tatsächlich komplett zerschießen sollte, dann würden die irgendwo wieder neue Heimaten finden, aber wahrscheinlich nicht mehr zusammen, ne, weil die AfD hat diese verschiedenen Strömungen zusammengebracht. Kann ich mal eine die linken Netzwerke aufdecken? Vielleicht gäbe es eine neue Partei. Gibt es ein neues, interessantes Thema, aber ich will es nicht schon wieder unterbrechen. Dazu beitragen, die AfD zu marginalisieren. Noch weiter marginalisieren, das sehe ich schon. Zum Teil auch in der Pflicht, weil die Medien haben mit dazu beigetragen, dass überhaupt die AfD so stark geworden ist. Das hat schon vor der AfD die Medien haben dazu beigetragen. Meiner Meinung nach war Thilo Sarrazin ein Medienprodukt. Hatten wir letztes Mal schon ausführlich besprochen. Und auch bei der AfD war das so. Das hat er gar nicht erwähnt. Sarrazin habe ich persönlich mal gesehen, weil er eben auf einer Mises-Konferenz im Bayerischen Hof, finanziert von finsteren Kräften, und da war er der leibhaftige Thilo Sarrazin. Ja. Man müsste das mal direkt vergleichen. Bei der Piratenpartei, als sie neu entstanden ist, wie oft sind die Protagonisten der Piratenpartei damals, bevor die
Piratenpartei entstanden ist, in Talkshows eingeladen worden? Und wie oft sind die Protagonisten der AfD in Talkshows eingeladen worden? Meine These ist, dass die AfD schon im Entstehungsprozess sehr viel häufiger eingeladen worden ist. Und dann nochmal. Oh, das könnte vielleicht damit zusammenhängen, dass da so Leute irgendwie im Umfeld waren, wie weiß ich eben, war der Henkel, der Hans-Olaf Henkel, der damals ja immer BDI-Präsident war, war der denn nicht auch irgendwie im Dunstkreis? Wir reden ja von der Zeit. Im Prinzip hat er doch schon vorher im Video beantwortet, was er jetzt gefragt hat, weil da sehr viele CDU-Politiker, ehemalige CDU-Politiker, Gründungsmitglieder waren. Bei ja, und Euro-Kritiker, ja. Ich meine, ja. Damals hatte das ja nun wirklich gar nichts mit Faschistoid, was sich ja, mit irgendwelchen Geistern und palingenetischer, was weiß ich, was zu tun. Aber naja. Mal mit Günther Lachmann, also der für die AfD zuständig war bei der Welt, der die meisten Artikel geschrieben hat für die AfD und der jetzt eben für Höcker arbeitet. Hm. Ja, da sieht man eben, dass die Medien da wirklich nicht gut gearbeitet haben. Also ja, aber nach heutigem Stand, ja, vor allem nach heutigem Stand kenne ich nicht ein Medium, das irgendwie Mainstream wäre, was pro AfD ist. Nicht mal neutral ist. Eben. Also und das ist eben dieses völlige auf den Kopf stellen. Ich meine, man muss ja kein Ultralibertärer sein wie wir, ja, aber also der öffentlich-rechtliche, und das ist immerhin ein mit Zwangsabgaben finanziertes Milliardenunternehmenskonglomerat, aber mit dem nebulösen Begriff öffentlich-rechtlich umschrieben und deswegen ja nicht herrschend und nicht mächtig, sondern irgendwie demokratisch. Und Parteien wie die SED, die x-fach umbenannte, die haben selbst die haben eine größere Lobby und werden legitimer. Ja. Und, öfter eingeladen auch. Also, aber er vergleicht. Und wo dann, sind eigentlich die Libertären im Öffentlich-Rechtlichen? Ja, also der Vergleich. Zeig mir die mal bitte. AfD vor der Gründung, die Figuren, die dann später. Also, das mit der Piratenpartei, lassen wir mal weiterreden. Genau. Ich drück Play. Achso, sorry. Jetzt haben wir wieder beide gedrückt. Das müssten die reflektieren, da müssten die gucken, also erstmal ein Schuldeingeständnis, das wäre wichtig. Klassisch maoistisch. Und dann zu gucken, okay, wir haben was falsch gemacht, was können wir in Zukunft besser machen. Aber erstmal überhaupt, dass sie sich selber eingestehen. Und Buße tun müssen sie. Buße tun. Ja. Unterschiede zwischen Springer Verlag aber und Spiegel. Maoistisches Konzept. Falsch gemacht, meiner Meinung nach. Du publizierst ja auch selbst, warst jetzt ja auch bei uns letztes Jahr schon in der Sendung, wurdest du jetzt im letzten Jahr mehr eingeladen in andere Medien? Das kann ich schwer sagen, weil jetzt mit Corona, also ich war ja, vor einem Jahr war ich ja hier und seit März ist Corona und mit Corona ist bei mir, was Einladungen angeht. Ja, aber man kann dich auch zum Radiointerview mal einladen oder so. Kannst du von zu Hause machen. Ja, ich bin. Also wird deine, wird deine Expertise jetzt mehr nachgefragt? Deine Expertise? Gerade zur AfD eher nicht. Ne? AfD nicht. Zu Klassismus werde ich oft gefragt. Bei linksradikalen Medien wahrscheinlich. Antifeminismus. Ansonsten wie gehabt, das sind dann eher so kleinere Radios. Ne, und Asta-Radios wahrscheinlich. Ja. Na gut. Teleon, wir wissen, wie bedroht fühlst du dich eigentlich wegen deiner aufklärerischen Arbeit? Bist du bedroht? Weiß ich nicht, ob ich wahrscheinlich bin. Ist unser Podcast schon eine Leute, Bedrohung. Die mich bedrohen oder die mich nicht bedrohen. Also ich krieg halt. Also wenn er bedroht werden würde, dann würde er dann, also dann wüsste er, ob er bedroht wird oder nicht. Ja, würde ich mal behaupten. Würde ich auch behaupten. Halt hin und wieder schon blöde E-Mails. Es gab auch bei Twitter jemanden, der gesagt hat, wann bringt endlich jemand Camper um? Hm. Und, boah, das, ja okay, das ist schon krass. Danisch aber. Auch einen ziemlich fiesen Angriff. Der hat halt gesagt, es gibt eben Existenzen, die sind eine Belastung für das deutsche Volk. Die braucht keiner und die kosten nur und es wäre besser, wenn solche Leute wie ich nicht leben würden. Wovon ist der eigentlich hauptberuflich irgendwie auf Staatsbruch? Ist da nicht auch ein Blogger irgendwie? Genau.
Ja, der mit dem Danisch hat er, glaube ich, ein Beef wegen dieser Wikipedia-Geschichte, wo der Camper ja als unter dem Nutzernamen Schwarze Feder in so Edit Wars da irgendwie verwickelt war. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er dem den Tod gewünscht hat. Nee. Der hat ja, der Danisch hat ja nur gesagt, ja, also wenn man es jetzt so besonders krass formulieren wollte, ja, er hat den armen Camper als unwertes Leben. Aber er hat ihn ja, glaube ich, korrekt zitiert, irgendwie mit als Belastung. Und deswegen habe ich auch unterbrochen, weil ich mich, ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wovon er eigentlich lebt, der Herr Kemper. Ist er irgendwie auf Staatskosten irgendwie an der Uni Münster für irgendwas beschäftigt oder? Vielleicht. Ich habe tatsächlich auch keine Ahnung, wovon er lebt. Auf jeden Fall nicht aus der freien Marktwirtschaft. Also. Nee, vermutlich vom Staat. Begrifflichkeiten, die man aus der Rassenhygiene, aus dem Nationalsozialismus so kennt, wurde ich dann als lebensunwertes Leben dargestellt. Und Danisch hat halt so ein Maskulist, also ein Männerrechtler, der hat extrem viele Aufrufe und das ist dann schon doof. Ne? Also, aber okay, das ist aber jetzt nicht unbedingt eine Bedrohung gewesen, sondern eher so, okay, einige Leute wollen nicht, dass ich lebe. Soulman, wie schätzt du Medien? Einigen Leuten ist es scheißegal, ob du lebst oder nicht. Hauptsache irgendwie auf deine Kosten und du lässt uns in Ruhe. Dann kannst du machen, was du willst. Medien wie KenFM ein? Unterschiedlich. Also als er bekannt wurde und als dann diese sogenannten Montagsdemos waren, habe ich mich intensiver auch mit ihm beschäftigt und hatte dann auch so eine leicht abweichende Position von Positionen, die in der Linken eigentlich eher aktiv damals halt dominant waren. Also was ich damals gut fand, war, dass er bei Pegida, war das glaube ich, aufgetreten ist und da dann halt gegen Rassismus geredet hat. Ne? Da hatte ich gedacht, okay, der gehört jetzt nicht direkt zu diesem ganzen rassistischen Umfeld, ist halt irgendwie ein Querkopf. Oder Querdenker, ist irgendwie ein Querkopf. Was ich ihm jetzt richtig übel genommen habe, ist, dass er ein Interview gemacht hat mit Krall. Markus Krall und mit Max Otte. Was ich ihm übel genommen habe, dass der ein, ich habe dieses Gespräch ja gesehen, der hatte ja auch irgendwie einen relativ Linken dabei, oder der ist sogar bei der Linken oder so. Der hatte halt Krall, Otte und diesen anderen Typen dabei. Und noch irgendwen, glaube ich sogar. Ich weiß gar nicht. Und das nimmt er ihm übel. Also ich kenne das One-on-One. Es gibt ja ein One-on-One. Ja, es gibt aber auch ein Vierergespräch oder Dreiergespräch. Also inklusive KenFM, also Ken Jebsen, waren es, glaube ich, vier. Wenn ich mich nicht täusche. Ken Jebsen, und, Krall, Otte und wer noch? Irgend so ein Linker, glaube ich, war das. Warte, muss ich mir eben ein zweites Browser aufmachen. Und er nimmt ihm also übel, dass er den Mal schauen, was ihm genau übel nimmt. Also ich weiß es schon gar nicht mehr. Moment, warte, ich gucke eben im Gespräch Markus Krall. 20, da, genau, da war es. Da sind die Teilnehmer. Oh Gott, er hat hier einfach eine Riesenliste. Ah ja, Markus Krall, Norbert Herning, Ökonom und Wirtschaftsjournalist, aber der ist eher links einordnenbar, glaube ich. Nee, Thomas. Also, der ist weder noch, das ist einfach, ich glaube, das ist einfach ein Volkswirt. Ach nee, das war auch nicht das Gespräch, glaube ich. Von wann ist denn das? Vielleicht, also ich möglicherweise, also ich glaube nämlich, dass es Ken Jebsen und Krall gibt es nur dieses One-on-One. Also Jebsen, Otte. Da gibt es noch ein anderes. Es gibt ein Video, wo Jebsen und Max Otte. Weil es gibt Videos, ich habe mal ein Video gesehen, Krall, doch, das ist das. Otte, aber dann wurden die von Tichy interviewt. Das heißt FM. Positionen 20. Der große Finanzcrash. Und da da ist Otte, Krall, Thomas Mayer und Norbert Herning drin. Und ich glaube, Gespräch, was ziemlich feierbar ist. Weil das so viele Positionen halt einfach vereint
Also er hat ja die Gegenposition von Otte und von Krall eingeladen und von wann ist das? Von vor 9 Monaten. Position 20 nennt sich das. Das kommt er mir ewig und das her. Ist im Prinzip das, was eigentlich im Öffentlich-Rechtlichen stattfinden müsste. Absolut. Absolut. Und also dafür ist verurteilt, die einzige Rechtfertigung. Dafür verurteilt Kemper jetzt den Ken Jebsen, dass er ihn eingeladen hat, oder nein, was? Nein, ein öffentlich-rechtlicher, also beziehungsweise ein soweit, also korrigiere mich, ich bin jetzt kein Experte in der Vita von Ken Jebsen, aber der war doch früher im RBB, meine ich, oder? Wo? Ich meine, RBB war der. Kann sein, ja. Also war zumindest, ich weiß nicht, ob er da fest angestellt war, aber war durchaus Mainstream tauglich und ist dann wegen, ja. Ich glaube, Antisemitismusvorwürfen oder irgend sowas. Ja, genau, ja. Wobei, fand ich auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Mein Eindruck war eigentlich immer, der könnte eigentlich locker im Öffentlich-Rechtlichen halt so den kritischen Journalisten. Ja, eigentlich ja. Definitiv. Darstellen, in Anführungszeichen. Wenn es eine Ken Jebsen-Show gäbe im ZDF, ich würde mir die jeden Tag, jedes Mal angucken. Also jede Woche quasi. Also, ich bin mir jetzt weil nicht der mehr hat immer so geile Gäste einfach und er selbst ist ja auch den Gästen gegenüber kritisch. Und im Gegensatz zu so einer Anne Will oder so, die alles, was links ist, irgendwie abnickt und sagt: Ja, genau, so müssen wir es machen. Ich habe leider jetzt das Konkrete, diese Viererrunde, also irgendwie sagt mir das was, aber ich weiß nicht, ob ich sie mir ganz angeschaut habe, aber relativ präsent habe ich eben das Interview von Ken Jebsen mit Markus Krall, weil ich da wirklich sehr positiv vom Ken Jebsen überrascht war, wie offen, wie er wirklich versucht, den Markus Krall anzugehen, verstehen. Sogar. Aber auch anzugehen. Aber wenigstens, weißt du, erst verstehen und dann angreifen. Und nicht, okay, ja, genau. Es ist eh schon klar, dass du der Böse bist. Und ich muss jetzt halt irgendwie sprachliche Mittel finden, dich da halt irgendwie in diese Schublade dann auch reinzukriegen. Ja, es kann natürlich sein, dass er auch dieses One-on-One-Gespräch meint. Das ist nämlich 7 Monate alt. Also das One-on-One ist 7 Monate und das Fünfergespräch da ist 9 Monate alt. Okay. Das kann natürlich gut sein, ja. Naja, schauen wir mal, was er noch. Ja, was er noch hat. Wie es weitergeht. Ich drück mal Play. Auch so einer, auch so ein Privattyp da. Und dann aber, obwohl Krall dieses Buch schon geschrieben hatte, die bürgerliche Revolution, und auch vorher schon gesagt hat, hier, es geht darum, mit dem Umsturz die Demokratie das allgemeine Wahlrecht abzuschaffen, kam kein Wort der Kritik, sondern im Gegenteil, er hat dann später immer noch wieder darauf hingewiesen, wie wichtig Krall ist, und damit ist er bei mir einfach auch komplett unten durch. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, wovon der spricht, aber das 7 Monate alte Video, das geht sich noch um, wenn schwarze Schwäne Junge kriegen und nicht um die bürgerliche Revolution. Die bürgerliche Revolution. Dann kann es aber nicht erst 7 Monate alt sein. Es ist definitiv auf dem Kanal von KenFM. Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen, im Gespräch mit Markus Krall. Ja. Das 1:1 oder das? Das ist das 1:1 Video. Das ist erst 7 Monate alt, sagst du. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wann die bürgerliche Revolution rauskam, aber ich meine erst vor 3-4 Monaten oder so. Ah, Moment, es kann sein, dass das, aber also das Gespräch fand auf jeden Fall, weil da fällt, also im März wäre ja mal, wenn es jetzt irgendwie, wenn sie es frisch released hätten, wäre ja mal Corona irgendwie zumindest mal kurz gefallen. Das haben sie nämlich. Nee, das war definitiv nicht drin. Das haben sie vor der Corona-Zeit aufgenommen. Ja. Und dementsprechend auch vor dem neuen Buch. Also, das kann nicht so ganz stimmen, was er da gesagt hat gerade. Das heißt, da habe ich mich nochmal genauer mit ihm beschäftigt und empfinde das als völlig unnötig und ja, unkritisch. So. Wie schätzt du unkritisch war das Interview Bewegung nicht. Ein? Kannst du da was beobachten? Ja, es hat, da gibt es keine Linie. Es sind ganz verschiedene Gruppierungen, das sind Einzelpersonen, das sind Leute, die so esoterisch drauf sind. Das natürlich versuchen dann auch Leute wie Krall und der Flügel,
da Einfluss zu gewinnen. Was hat der Krall mit dem Flügel zu tun? Nichts. Auch viele Esoteriker, Impfgegner dabei. Ja, ja, klar. Das ist, ich habe so Ufo-Gläubige, Bekanntenkreis. Hohlerdler, Flacherdler, alle sind so dabei. Das Kreisbürger. Es geht hin bis hin zu Neuschwabenländer, die meiner Meinung nach dabei irgendwie falsch abgebogen sind. Über Esoteriker bis hin dann eben wirklich auch zu den ganzen Reichsbürgern und Faschisten. Und problematisch fand ich eben bei der ersten Corona-Demo in Berlin, dass da nicht aufgearbeitet wurde, dass da tatsächlich viele Faschos auch mitgelaufen sind, sondern da wurde gesagt, gab keine Faschos. Dann noch die völlig übertriebene Zahl von 1 Million oder 1,3 Millionen Leute, die da angeblich waren. Und da finde ich wichtig, das dann einfach auch selbst zu überprüfen. Man kann das überprüfen. Ich habe das selber auch gemacht. Ich habe einfach mir ein Video genommen von der Demo, was gefilmt wurde vom Anfang bis zum Ende. Ja, das hat Vicky Hausen auch gemacht und ist zu einem anderen Ergebnis gekommen als du. Also. Wie viele Leute das sind. Jeder Einzelne? Ja, ich bin ja nicht doof. Ich kann ja rechnen. man kann ja multiplizieren. Mhm. Man zählt halt 100, nimmt dann die Laufgeschwindigkeit der Leute und teilt dann die Gesamtzeit, die das gebraucht hat, durch die Laufgeschwindigkeit. Dann kann man das dann multiplizieren und dann Leute, die dann schneller laufen, Leute, die langsamer laufen, kommt dann ungefähr auf eine Zahl. Mhm. Und wenn man das macht, kommt man auf 16.000 Leute. So. Oder auf 18.000. Jemand anders ist auch auf die Idee gekommen, der ist auf 18.000 gekommen. Ich bin auf 16.000 gekommen. Gut, dann kann man sagen, das waren jetzt nicht alle, es sind dann später noch mehr Leute dazu gekommen. Die anderen 1,2 Millionen waren in einer anderen Straße. Ja, das eben hast du wieder ignoriert. Das ist bei der ersten Demo über 1 Million unrealistisch. Wenn man dann sagt, okay, es kamen noch Leute von außerhalb, irgendwie noch Leute zur Abschlusskundgebung, dann sind das vielleicht 30.000. Aber man kann einfach selber nachzählen. Ne? Und das werft den Leuten vor, dass die einfach glauben wollen. Und da wird es wieder fanatisch. Ne? Die wollen das nicht kritisch überprüfen, sondern die wollen das glauben. So, und das völlig frei von sowas ist. Anderen eben auch einfach diese steif und fest zu behaupten, da waren keine Faschos. Mhm. Und wenn die das überprüft hätten, wenn die das kontrolliert hätten und gesehen hätten, okay, da sind Faschos, wie kriegen wir das hin, dass beim nächsten Mal keine Faschos da sind? Beziehungsweise, warum sind die überhaupt da? Was haben wir falsch gemacht, dass die da mitlaufen? Ne, wenn das so eine kritische Überprüfung gewesen wäre, dann wäre eben die zweite... Warum pausiert das jetzt gerade nicht? Kannst du mal gerade Pause drücken? Bei mir ist pausiert. Anders verlaufen. Okay, und bei mir nicht. Zweite Großdemo, da ist... Und jetzt? Ja, das also ich sehe zwar sehr doch, also es läuft bei mir nicht. Tatsächlich dann soll ich mal auf Play drücken? Treppen gestürzt. Ja, mach mal. Und das dann nochmal auf Pause irgendwie. Ja. Ja, das jetzt? Fand ich sehr problematisch, weil da eben... Bei mir aber jetzt schon. Kann ich pausieren. Ich bin jetzt bei 1,2932 und du? 1,2937. Ja, okay, gut. Die 5 Sekunden. Jedenfalls, jetzt weiß ich gar nicht mehr, worauf ich antworten wollte. Auf das Fascho-Ding. Erstens, ich bin mir nicht sicher, ob irgendjemand behauptet, nee, da waren keine Faschos, wenn man ihm ein Bild von Faschos zeigt. Zweitens mal, die Aussage, was haben wir falsch gemacht, dass hier Faschos mitlaufen, ist halt irgendwie ein bisschen blöd, weil Faschos, also tatsächlich so irgendwelche komischen Nationalsozialisten, die versuchen sich halt überall reinzuzecken, um irgendwo Aufmerksamkeit zu kriegen oder so. Und also ich kann mir vorstellen, dass auf einer Demo gegen, keine Ahnung, gesäuertes Brot auch Faschos auftauchen. Du, das ist ja auch also, da die ganze Thematik. Da fragt man das ja auch nicht die Demonstranten gegen gesäuertes Brot, was habt ihr falsch gemacht, dass da Faschos mitlaufen? Also das ist halt, ja, das ist mir zu billig irgendwie. Es kommt ja auch total auf die Themen an, ja. Ja. Also bei Demonstrationen ging es ja eigentlich mal darum, gegen ein bestimmt, also um ein konkretes Thema. Und wer halt dafür ist, der marschiert mit. Ja. Und diese Rumdistanziererei und so weiter, das ist ja nach meiner Wahrnehmung auch ein relativ neues Phänomen, dieser gesellschaftlichen Radikalisierung, die aus meiner Sicht ja eben eher diese linken Kreise da betreiben, indem sie da ständig die Leute in irgendwelche
Klassen unterteilen und nach, ja, nach allen möglichen Sachen intersektionell in Minderheiten und so weiter aufteilen. Also die sorgen eigentlich für Streit und Spannungen und hetzen in Anführungszeichen. Also hetzen ist schon ein starkes Wort, ja, und die benutzen es ja ständig. Ich würde mal sagen, der Kämpfer unterschreibt wahrscheinlich, dass der Krall jetzt irgendwie rechtspopulistische Hetze, fanatisch ist er ja. Weil, ja, richtig, ja. Und ja, das ist ja auch wieder so ein Begriff, fanatisch. Wenn man dem Normalbürger was von einer fanatischen Person sagt, dann hat man so das Gefühl, die rennt schreiend und kreischend durch die Gegend und sowas irgendwie. Es ist, die Wortwahl, die sie verwenden, ist halt so framinghaft irgendwie und versucht irgendwie ein maximal schlechtes Bild von einer Person zu erzeugen. Und das ist, ja. Ich habe zu dem Thema, fällt mir gerade erst ein, Hoppe ist ja schon im Verlauf der Sendung x-mal thematisiert worden. Und auch der Verfassungsschutz. Kemper erwähnt ja ganz am Anfang, dass der Verfassungsschutz sich sogar auf seine Analyse da irgendwie berufen würde, dass also er ja rausgefunden haben will, dass also Höcke gleich Land auf Ladeck oder so. Ich habe vor kurzem erst irgendwo aufgeschnappt und habe es auch abgespeichert, den Screenshot. Ein Zitat vom Hans-Hermann Hoppe. Erschienen im Juni 2005 in der Jungen Freiheit von einem Artikel von, oder Interview nehme ich mal an, ich habe nur einen kleinen Ausschnitt hier, Freiheit statt Demokratie, der libertäre Vordenker und bekennende, in Anführungszeichen, Antidemokrat Hans-Hermann Hoppe über seine provokanten Themen. Dann ein Zitat hier: Es gibt weder in der Familie Demokratie noch in der Kirche, insbesondere der katholischen, noch in der Wissenschaft oder der Wirtschaft. Nirgendwo ist jede Stimme gleich. Überall gibt es gerade natürliche Autorität. Dann sind Sie ein Fall für den Verfassungsschutz? Und da antwortet der Hoppe, der Verfassungsschutz weiß doch gar nicht, was er mit mir und meiner Position anfangen soll. Ich befinde mich völlig außerhalb der gängigen politischen Klassifikationsschemata. Zwar bin ich ein Feind des demokratischen Staates, aber zu behaupten, ich sei ein Feind der Freiheit, des Privateigentums, der Familie und all dessen, was dem Normalbürger wert und teuer ist, ist absurd, geradezu zum Totlachen. Ja, stimmt. Ist mal etwas Hoppe original hineingestreut in ganz viel Kemper. Ja. Gut, guck mal. Aber weiter bei Herrn Kemper. Genau. So. Vielleicht schaffen wir ihn heute noch fertig zu kriegen. Und das ist ein Bild, das wäre schön, was ich für katastrophal halte, weil der Faschismus arbeitet mit Bildern. Oh Gott. Der Faschismus arbeitet ja nicht mit einer kritischen Theorie. Die arbeiten mit Bildern. Und die brauchen das Bild von kannst du noch mal kurz pausieren? Ist das schon pausiert? Ja. Irgendwie funktioniert die ganze Scheiße hier nicht mehr. So, und bei mir hat es gerade wunderbar funktioniert. Ich lade das jetzt hier nochmal neu. Also du bist bei 1 Minute 29,54? Genau. Alles klar. 0,1. Gut, dann ist es bei mir auch jetzt richtig. Ach nee, nicht 0,1. Der Faschismus arbeitet mit Bildern. So, da ist mir sofort eingefallen, man zeigt uns Bildern von irgendwelchen ertrunkenen Flüchtlingskindern. Man zeigt uns Bilder von irgendwelchen Särgen, die schon 5 Jahre alt sind, die aber jetzt mit Corona in Zusammenhang gebracht werden. Man zeigt uns Bilder von dies, man zeigt uns Bilder von das. Arbeitet nicht jeder mit Bildern? Und vor allem die Linken? Die arbeiten mit Bildern, weil Bilder Emotionen hervorrufen. Kann man politisch missbrauchen. Also, die sind die Meister dieser Thematik. Ja, und
das ist halt kein rein faschistisches Problem oder so. Das machen alle und vor allem momentan die Linken, die mit Bildern arbeiten. Also. Ich meine, auch das hat eine so lange Geschichte, die Thematik. Was soll man da? Ich finde halt wieder so geil, dass das als Alleinstellungsmerkmal von Faschisten oder Anarchokapitalisten oder sowas darstellt. Und das ist es halt nicht. Nee, überhaupt nicht. Also die auch da habe ich ein schönes Zitat, wird's halt, vielleicht kriegen wir heute doch nicht fertig, aber weil es halt wirklich gut passt. Also Ich habe es schon in diversen Folgen, die wir jetzt hinter uns haben, immer wieder mal erwähnt, dass ich mich ja selber als Linker betrachte. Ich meine das charakterlich, das ist gar nicht groß vertiefen. Professor Peterson, Jordan B. Peterson, kanadischer Psychologe, beschäftigt sich damit, kann man sich damit beschäftigen, wenn man möchte. Um es ganz grob, sehr simplifiziert, Linke nach dem Modell neigen dazu, eher offen für Neues zu sein, während Rechte halt eher so bewahrtes Grenzen setzen wollen. Also hier ist Schluss und so weiter. Also kann man ja auch konservativ ja. Ob rechts und links und so weiter. So. Und bin natürlich selbstverständlich, bin ich gegen Nazis, Faschos und so weiter. Ich bin halt nur inzwischen auch sehr radikal, und zwar im Sinne, wie er es ja gebraucht hat, also an die Wurzel gehend, ich bin gegen jede Form des Kollektivismus. Das wirft der Camper uns ja sogar vor, dass wir also die Welt irgendwie völlig falsch sehen, weil wir es irgendwie in Rechts- und Linkskollektivisten unterscheiden würden. Dabei ist es aus meiner Sicht eine sehr reale Beobachtung. Und ich habe zum Beispiel ich habe halt das Glück gehabt, oder es war Zufall, keine Ahnung, wie auch immer, ich habe halt bin relativ früh im Leben mit dem als eigentlich Linke, der aber irgendwie, ich hatte immer schon auch kapiert, Moment, also ganz so einfach wird, wie die Linken sind nur die Guten und die Rechten nur die Bösen, ist es auch wieder nicht, weil meine Oma zufällig, meine deutsche Oma, die war zumindest nicht links, also meine Mutter hat, da war für mich auch als Kind klar, okay, die findet also die SPD gut und meine Oma Franz Josef Strauß. Und also das auf jeden Fall, also der schon mal, das war mir immer als Kind schon klar, der ist nicht links. Also diese polare Welt habe ich schon relativ früh wahrgenommen. Aber und dachte, ich bin da irgendwie neutral etc. pp. Und muss aber rückblickend eben sagen, viele meiner Sichtweisen waren massiv eben durch sozialistische oder auch kommunistische, explizit kommunistische Propaganda beeinflusst. Ja. Und zwar in einem Ausmaß, was genauso schlimm ist, wie die Propagandakunst, die man ja den Nazis vorwirft. Und wo der Camper sicherlich stundenlang drüber referieren kann. Und weil wir jetzt eben gerade bei dem Thema hier Propaganda sind, also ein Aha-Effekt für mich war beispielsweise, dass ich 40 Jahre alt werden musste, um überhaupt mal vom Namen Willy Münzenberg mal was zu hören. Ich musste 33 werden. Ich habe den Namen jetzt auch zum ersten Mal gehört. Jetzt gerade im Moment? Ja. Okay. Ja, perfekt, weil da habe ich nämlich wieder ein schönes Zitat und wir wollen ja Content produzieren. Genau. Dann nehmen wir das jetzt mal auf, weil ich habe ein Buch gekauft von Arthur Köstler. Sagt dir der irgendwas? Der Name sagt mir jetzt auch nichts, ne? War in den 60er, 70er Jahren ein recht bekannter Schriftsteller, war eigentlich so der erste Antikommunist, also der war selber Kommunist. Lange und war ein persönlicher Mitarbeiter von dem Willy Münzenberg und hat, weil ich habe mich nämlich damals bemüht, praktisch so, hey, wie ticken diese Kommunisten eigentlich, die mir immer trotz allem, libertär und so, waren die mir immer trotz allem sympathischer als die Nazis. Irgendwie. Und auch, ich habe zum Beispiel eine dicke Biografie von Münzenberg mir aus dem Buch Antiquariat von seiner Lebensgefährtin geschrieben. Also nun wirklich nicht
gegen ihn. Und ich muss auch sagen, der Willy Münzenberg ist ein Kommunist, mit dem ich mich persönlich identifizieren kann. Also zu seiner Zeit, der ist ja geboren, wann ist denn der geboren? So 1800 irgendwas. Der stand zum Beispiel am Gleis in Zürich, als der Lenin losgefahren ist im plombierten Waggon. Also so früh war der da schon dabei, ja. Und war einer der wenigen tatsächlichen Arbeiter. Das war damals schon ein Thema, dass diese ganze linksrevolutionäre, bolschewistische, sozialistische Pipapo-Verschwörung, die ja damals im Gange war, um den Zaren zu stürzen etc., die bestand damals also eben eigentlich hauptsächlich aus irgendwelchen intellektuellen Söhnen aus gutem Hause. Und er, Willy Münzenberg, war einer der wenigen Arbeiter da dabei. Und Willy Münzenberg ist im Grunde genommen der von der Bedeutung eigentlich der kommunistische Goebbels. Aber ich fände es jetzt unfair, ihn da komplett auf einer Stufe zu stellen, weil ich dem Willy Münzenberg sogar noch lautere Motive unterstelle. Und er ist ja auch 1940 dann ums Leben gekommen, auf mysteriöse Art und Weise. Wenn ich wetten müsste, würde ich auf Stalin wetten. Er war ja auf der Flucht, weil er mit Stalin dann gebrochen hat. Ich habe erfahren über die zum ersten Mal gehört, Willy Münzenberg habe ich in einem eher zweitklassigen amerikanischen Buch von einem ehemaligen CIA-Mitarbeiter. Das war eigentlich kein besonders gutes Buch, aber der redete da von einer Red Eminence, irgendwie von William Münzenberg, irgendwie so super wichtiger roter kommunistischer Propagandist, der irgendwie für die Infiltration von Hollywood gesorgt hat, und also richtig ein richtig großer Fisch in Anführungszeichen. Und ich dachte mir so, Moment, es kann nicht sein, Willy Münzenberg, es klingt irgendwie deutsch, es kann jetzt nicht sein, dass ich da von so einer wichtigen Person als Deutscher, der im deutschen Grundschule war zwar zum Teil in Frankreich, aber die Gymnasialzeit habe ich komplett am humanistischen Gymnasium in Bayern gemacht, und dass ich da von so einer wichtigen Person noch nie was gehört habe, konnte ich mir kaum vorstellen. Habe eben nachrecherchiert und dann praktisch richtig mich dafür begeistert für das Thema. Ein Buch vom Otto Köstler mir geholt, als Zeuge der Zeit, autobiografisch, und da habe ich einen Screenshot gemacht, den ich bei Hive in die Blockchain hochgeladen habe, und das lese ich jetzt vor. Das ist nämlich ein Auszug, wo es genau darum geht, wer ist eigentlich Willy Münzenberg und Josef Goebbels. Kontext ist der Reichstagsbrand. Also wir sind, wann war der? 1933 müsste da gewesen sein, oder? Da ist das war 34, sowas. Jedenfalls, also die Welt beobachtete das Schauspiel mit so viel Faszination und so wenig Verständnis für seine wirkliche Bedeutung, wie Kinder einen komplizierten Detektivfilm anschauen, der vor ihnen auf der Leinwand abläuft. Denn die Welt war damals noch nicht an die Bühnentricks, die fantastischen Schwindel und Gaukeleien der totalitären Propaganda gewöhnt. Das hat Köstler in den 60er Jahren, glaube ich, geschrieben. Und in diesem Fall hatte das Drama nicht nur einen Regisseur, wie später bei den Moskauer Prozessen, sondern zwei, die ihre Tricks gegeneinander ausspielten, wie zwei vor versammeltem Stamm wetteifernde Medizinmänner. Die beiden Medizinmänner waren Dr. Josef Goebbels und Willy Münzenberg. Nur wenige Menschen wussten aber damals oder wissen heute von der Existenz des Zweiten. Die Welt glaubte, einem klassischen Kampf zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Schuld und Unschuld zuzusehen. In Wirklichkeit waren beide Parteien schuldig, jedoch nicht jener Verbrechen, denen sie einander anklagten. Beide logen und beide hatten Angst, der andere wisse mehr, als er wirklich wusste. Die Schlacht war daher in Wirklichkeit ein blindes Kuhspiel zwischen zwei Riesen. Hätte die Welt damals ihre Gauklermethoden durchschaut, sie hätte sich viel Leid ersparen können. Ja, so viel zum Thema Red Propaganda etc. pp. Dazu können wir gerne mal einen Sonderpodcast machen, aber jetzt müssen wir erstmal hier Camper hinter uns bringen. Ja, genau.
Sollen wir jetzt noch mal kurz eine Pause machen? Dann verschieben wir die. Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Wir sind bei 1 Stunde 15 oder 14. Genau. Im Ernst? Ja. Wir haben jetzt mal eben schnell Folge, wie viel jetzt fertiggestellt? Das ist jetzt Folge 5, wenn ich mich nicht täusche. Also die Hexalogie haben wir jetzt bereits praktisch. Wenn wir es also im Prinzip könnten wir Star Wars, die ersten 6 einigermaßen guten Teile, also eigentlich sind nur die ersten 3, also Episode 4, 5 und 6, ganz geil. Mhm. haben wir jetzt quasi, könnten wir jetzt quasi so durchziehen, wenn wir 20 Minuten in der nächsten Folge schaffen. Wir könnten jetzt theoretisch natürlich auch einfach die ersten 6 schon veröffentlichen und den Markt entscheiden lassen, ob wir die letzte halbe Stunde jetzt auch noch bequasseln sollen. Das könnten wir auch machen. Also ich bin da frei. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich bin auch langsam, also für die Zuhörer, es ist jetzt hier 3.40 Uhr inzwischen. Ja, und wir sind seit 19 Uhr dran, also. Aber ich bin erst, also von mir aus können wir gerne weitermachen. Von mir aus auch. Aber erstmal eine Pause. Genau, wir machen erstmal eine Pause. Dann bis später. Bis später. Jo.